Space Freak. I have a question. I have a very, very simple question. Was fällt dir eigentlich ein? Du bist ewig inaktiv, kommst dann irgendwann zurück, machst einen Song, der sich zwar so tontechnisch mega gut angehört hat. Also man, ich konnte mir den richtig gut geben, bis ich dann halt auch gecheckt habe irgendwann, ey, der ist einfach eins zu eins kopiert. Ich dachte, ey, Digga, Mann, der wird ja jetzt richtig motherfucking musikalisch. Ich habe mir auf den Hintern gefasst, wurde ein bisschen geil und habe dann gedacht, ey, Digga, aus dem wird was, der nimmt das langsam ernst, der verkauft den Scheiß auch nicht. Ja, und dann ist halt hier mit Gashi wahr geworden, ist mir ja scheißegal. Also gut, hat sich gut angehört, aber deine Qualitäten haben trotzdem nachgelassen, weil halt das alles eins zu eins kopiert war, auch der Beat und deswegen, naja, schade, war halt ein bisschen weniger Arbeit hinter gewesen, als letztendlich man halt gedacht hat. Da ist auch egal, soundtechnisch war gut gewesen, aber ich habe mal eine einzige Frage. Ich habe eine einzige Frage. Wie kann man ein Comeback so dermaßen verscheißen? So, du warst eine Zeit lang inaktiv gewesen. Ich dachte, ja gut, jetzt kommt er langsam zur Besinnung, liest mal ein, zwei gute Bücher und dann wird er so richtig intelligent und fickt einfach wieder auf diesen Mainstream. Aber nein, nichts da, Alter. Management im Hintergrund fickt den richtig in den Arsch und sagt, ey, du machst dieselbe Scheiße, das wollen die 12-, 13-jährigen kleinen Kinder sehen. Und jetzt fängt er einfach, das ist so krass, Alter. Der war irgendwie so inaktiv gewesen, was weiß ich, ein, zwei Monate. Ich verfolge den nicht so krass, den Typen, obwohl ich den abonniert habe. Aber die Abonnierbox, die ist ja eh verkackt, like a Mensch, der gerne auf sammeln tut, was auf dem Boden liegt. Dann fängt er hier einfach nach ein, zwei Monaten an, so Fußball-Challenges hochzuladen und diesen ganzen Müll. Ich denke mir, ist es dein abgefuckter Ernst, Alter? Ich wollte mir die Augenbrauen abbrennen. Einfach hier diese Teile, wisst ihr, das hier sind Augenbrauen und die hätte ich mir erst schwarz gefärbt, mich darüber lustig gemacht und dann hätte ich sie abrasiert. So easy, easy, easy. Und dann hätte ich sie mir nachgemalt, so wie das die ganzen hübschen Mädchen machen, die natürlich auf jeden Fall nicht assi sind, wenn die sich so hier die Striche hier so Harry Potter-Narben hier reinmalen. Wisst ihr, was ich meine? So vor seiner Inaktivitätsphase war das einfach schon out gewesen, diese Fußball-Challenges. Ich habe die Scheiße, diesen ganzen Dreck, diese billigen Challenges, die habe ich eh nie verstanden. Das war für mich immer null Unterhaltung. Das war für mich immer so, ja, so, damit lockt man irgendwie die 12-, 13-Jährigen, die wollen sich mal zusammen angucken, wie sich da zwei Erwachsene gegenseitig battlen und sich dann, was weiß ich, als Bestrafung gegenseitig mit Wasser anspucken oder sowas. Boah, krass, Alter, was für eine Unterhaltung. Ich fühle mich richtig. Boah, fühle ich mich unterhalten. Dann könnte ich gleich meinen Monitor runterwerfen. Sieh, hier ist mein Monitor, ist mein Fernsehersatz und ja. Das hier ist Toilettenpapier. Damit habe ich gewichst. Könnt ihr ja wieder in die Kommentare schreiben. Tanzverbot, warum ist denn da Toilettenpapier auf dem Bett? Ist es euer Ernst? Kein anderer redet so offen wie ich über Masturbation und Selbstbefriedigung. Und dann kommt ihr mir so, hä, warum ist denn da Toilettenpapier? Ja, so, weil ich immer in mein Bett kacke und da will ich mir das in den Arsch abwischen. Ey, da könnte ich schon wieder ausrasten, ey. Das schwitze ich auch schon wieder leicht. Nein, das sind fettige Haare. Das glänzt einfach nur so, weil ich schon ewig nicht mehr duschen war. Bestimmt schon. Wie lange war ich nicht duschen? 3, 4 Tage, Alter. Ich gönne mir einfach richtig, Alter. Und dann hole ich mir so eine Nutte und dann muss ich sich das einfach geben. So, ich habe dir 200 € gegeben und die gibt sich einfach diesen Körpergeruch. Ist doch egal. Wollte ich einfach nur mal gesagt haben, Cash-Free geht gar nicht, Alter. So alleine schon vor deiner Inaktivitätsphase waren diese scheiß Fußball-Challenges und dieser ganze Müll. Leute, ganz ehrlich, Alter. Cash-Freak. Ich weiß nicht, ob du irgendein Management im Hintergrund hast. Ich denke mal nicht, dass du das alles alleine auf die Reihe bekommst. Was weiß ich, was halt alles zugehört. Product Placements, Maismans, Daysmans, ist mir auch scheißegal. Aber lass dich doch nicht so fehlleiten, Alter. Ich weiß nicht, was für Mensch du in Real Life bist. Vielleicht bist du ja auch ein ganz korrekter, aber so in YouTube bist du einfach voll der Bastard. So, weißt du, ich könnte gar nichts mit dir anfangen. Vielleicht bist du ja in Real Life cool. So, du kommst zwar aus Österreich und wenn du so mit deiner Familiensprache redest, versteht dich keine Sau, aber vielleicht bist du ja cool. Aber lass dich doch nicht so lenken, Alter. Mach doch mal krasse Sachen. So, scheiß doch mal auf diesen Hype-Train. Mach doch mal irgendwas Eigenes, verdammt nochmal. Eine Inaktivitätsphase ist doch dafür da, einfach mal so den Kopf frei zu kriegen, so vielleicht Content ändern oder was auch immer, aber komm doch mal zur Besinnung und mach nicht so eine Scheiße für 12, 13, 14, 100-jährige Scheißkinder. Weißt du, was ich meine? Mann, was bringen dir Kinder, Alter? Das ist so ein krasses Gefühl, wenn ich auf den Straßen unterwegs bin und mich irgendein 20, 25-Jähriger anspricht. Ich denke mir so, krass, Alter, der feiert mich. Der feiert das, was ich mache. So, da muss schon ein bisschen mehr hinterstecken. So, wenn mich irgendein 12-Jähriger auf der Straße anspricht, so, damit kann ich nichts anfangen. So, weil der spricht mich an, weil er mich aus dem Internet kennt, ohne dass er irgendwie versteht, was ich hier tue. Aber krass, Alter, so ein 30, 40, 50-Jähriger. Vielleicht jemand auf Krücken. Tanzverbot. Ja, ich gehe gerade zum Altenheim, aber Digga, ich feier dich. So, weißt du, was ich meine? Sowas ist, Alter. Streb doch mal solche Ziele an, aber doch nicht so diese Scheißunterhaltung für Minderjährige. Also gut, minderjährig ist ja bis 17. So, aber doch nicht diese Scheißunterhaltung für 11, 12, 13-Jährige. Man kommt zur Besinnung, Alter. Du wirst doch genug Kapazitäten geldmäßig haben, um auch mal so ein leichtes No-Money-Time zu überleben. Weißt du, was ich meine? So, ich weiß ja nicht, was deine Bude da kostet. 7 Millionen im Jahr oder so.
Aber Digga, mach doch mal mehr aus deinem Leben als diese Scheiße. Alles klar, das wollte ich einfach nur mal loswerden. Ich hoffe, ihr meckert nicht rum, dass ich hier die ganze Zeit mit dem Mikro hin und her wackel. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt funktioniert hat, every day, every night. Aber ich hoffe, ihr habt so diese Message verstanden, die ich hier einfach übermitteln wollte. Und KS-Freak, du wirst es eh sehen. Wie gesagt, mit deinem No-Homo-Freund, ihr guckt euch eh mal meine Videos an. Schmeiße Manager weg, bau dir ein eigenes Leben auf und lass dich nicht lenken von irgendwelchen Leuten, Alter. Weil so bist du nicht, 100% nicht. Auch, wie gesagt, auf YouTube bist du ein Bastard, im Real Life kann ich es nicht einschätzen. Vielleicht bist du ja ein ganz cooler. Vielleicht würden wir uns auch gegenseitig irgendwie berühren, so ohne T-Shirt und sowas. Keine Ahnung, kann ja sein. Aber bitte, Alter, komm nicht nach 2 Monaten mit Fußball-Challenges, die schon damals out waren, Alter. Ich muss jetzt los, ich muss ganz doll Pipi und dann werde ich nochmal versuchen, mich selbst zu befriedigen. Alles klar. Hau rein, Alter. Double Peace in die Mies Bees.